Einen wunderschönen, kalten, guten Morgen wünsche ich euch hier aus Duisburg Hauptbahnhof von unserer 146.2 in dieser Lackierung. Diesen Zug könnten Sie fahren. DB Mobility Logistics Network Zukunft bewegen. Wir suchen Triebfahrzeugführer. Sind hier unterwegs auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr mit einem Regionalexpress, haben Dostos hinten dran und ich würde sagen, wir steigen mal ein und schalten zunächst den Scheibenwischer an. Es ist noch herrlich dunkel gerade, es schneit, richtiger Schneesturm und wir rüsten auf. Fahrtrichtungswende nach vorne. Einmal die, ja, wobei die Zugbremse können wir direkt lösen, ziehen aber die Lokbremse an. Wir müssen noch die Türen auf der rechten Seite öffnen. Das machen wir auch, dann drehen wir uns mal hier nach hinten, beziehungsweise stehen kurz auf, schalten LZB, PZB und die SIFA an und wir stellen noch die Spitzensignale an. Hochradbremsstellung R ist ausgewählt, das passt soweit, der Stromabnehmer ist auf Auto. Allerdings hat uns der Fahrdienstleiter heute mitgeteilt, dass die Oberleitung vereist ist. Das bedeutet also, dass wir den Auftrag haben, beide Stromabnehmer zu heben. So, das macht man normalerweise nicht. Allerdings, wenn die Oberleitung vereist ist, habe ich mir sagen lassen, ist sowas durchaus mal machbar. So, beide. Dann einmal hoch. Jawohl. Und Hauptschalter hinterher. Genau, das passt soweit. Dann haben wir vorne dreimal weiß und hinten zweimal rot. Dann können wir hier noch einmal auf die Ansicht gehen, schließen schon mal die Türen und gucken mal aus dem Fenster, ob die Türen noch alle schließen. Das sieht gut aus. Dann machen wir noch einmal ein Foto vielleicht. Oh ja, schön mit dem Steuerwagen daneben. Ja, machen wir gleich noch ein schönes Foto. Dann würde ich sagen, stellen wir mal wieder die Fahrplanbeleuchtung an, lösen die Lokbremse und schalten noch die Wagenlichter an und schalten Leistung auf. Sind natürlich in der 45er Überwachung, dürfen allerdings ausfahren mit 90 und das Signal zeigt auch freie Fahrt, daher befreien wir uns auch. So, das haben wir gemacht. Wir können auch noch hier ein Fenster öffnen. Dann haben wir ein bisschen mehr Sound und fahren jetzt hier mit 90 aus. Was wir auch machen können, einmal den zurück und die AFB an. Na? So. Genau. Und AFB auf 100 eingestellt, die wir schon fahren dürfen und Leistung aufschalten. Ja, einmal praktisch durch den Schneesturm durch. Hier am frühen Morgen. Hier der Pantograph, der ist natürlich hier am Bügelfeuern. Ich weiß, das ist kein Verb, Bügelfeuern. Da. Herrlich. So, wir dürfen auch schon 150 fahren. Nehmen mal die Leistung ein bisschen zurück und benutzen auch den Sander. Ich weiß, da gibt es auch eine Taste für, so, aber ich benutze eigentlich ganz gerne, wenn es möglich ist, die Schalter am Führerstand. Das finde ich dann irgendwie mal ganz angenehm.
Das Repaint gibt es, glaube ich, im Creators Club. Gibt es auf jeden Fall im Rails im Forum. Müsste es aber auch im Creators Club geben. Denke ich mal. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich da die Links dazu in der Videobeschreibung, dass ich die da reinpacke. So, ein bisschen mehr Leistung. Ah, okay, da fangen wir schon an, ins Schleudern zu kommen. Das ist natürlich nicht so easy, hier bei den Verhältnissen Leistung aufzuschalten. Tatsächlich fahre ich ja am allerliebsten TSW in so einer Beleuchtung, hier so entweder so früh morgens oder abends und dann halt so ein bisschen mit Regen oder Schnee oder sowas. Das finde ich immer super gemütlich. Also was das angeht, das kann der TSW schon sehr gut. So, 4,7 Kilometer, dann müssen wir in Mülheim halten. Haben 146 km erreicht mit der 146. Mehr Leistung gibt die AFB jetzt gerade nicht frei. Ah doch, 147 haben wir auch noch erreicht. Einmal hier vorbei am Haltepunkt hier in Mülheim Stürum, glaube ich. Mülheim Stürum. Hier mit RS3 nach Hattingen. Hattingen ist ein schönes kleines Örtchen, wer es mal besuchen kann. Dem sei das auf jeden Fall mal empfohlen. Kleiner historischer Kern. Uiuiui. Ist das die Sonne oder der Mond? Das sieht ja mal cool aus. Man müsste meinen, das ist zwar ultra unrealistisch, aber ganz ehrlich, manchmal sieht es tatsächlich so aus, wenn es so extremst neblig ist. Okay, Ankündigung auf 110. Wir sind eh jetzt gleich in Mülheim, schauen wir mal, dass wir zum Halten kommen. So, und das ist Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Schauen wir, dass wir am Bahnsteigsanfang mit ungefähr 60 dran sind. Ja, das kommt gut hin. Bahnsteigsmitte mit Pi mal Daumen 40. Und dann gucken wir, dass wir den Zug möglichst hier unter dieser Überdachung zum Halten bringen. Okay. So. Das passt soweit. Ja, leichte Verspätung von der Minute. Eine Minute Retard d'environ. Une minute. Warum eigentlich nicht auf Italienisch? Sehr schön, 4,25er. Auch hier schön, hier dieser Übergang mit dem Schnee, das sieht ganz gut gemacht aus. Auch auf 146 finde ich die Schneeeffekte eigentlich ganz gut, außer hier unten. So, dann können wir eigentlich die Türen schließen. Nach Minden geht's.
Haben wir eigentlich auch eine ZZA hier? Die scheint irgendwie nicht an zu sein, ne? Krefeld, Köln, Kohlscheid, Kassel, Kamen. Gucken wir ganz kurz auch auf die Gleise. Hilden, Herzogenrath, Herne, Herford, Heinsberg. Also Herford ist schon mal nicht so weit weg davon. Heinsberg, Hießen, Hattingen, Asbergen, Hamm, Haltern. Meine Güte, haben wir viele Ziele zur Auswahl. Osthausen, Essenkrai, Düsseldorf. Jetzt sind wir bei D, B, A, Essen-Eiberg. Mülheim-Stürum. Wir haben es gleich. Solingen, Weinhausen, Porta Westfalica, Neubeckum, Münster, Mönchengladbach, Minden. Minden, Westfalen. Steht trotzdem nicht hier dran. Toll. All der Effort für nix. Was soll man machen? So, nächste Haltestelle ist Essen Hauptbahnhof. Unterwegs sind wir übrigens auf dem RE6. Einer der vielen RE-Linien hier auf der Strecke. Ne? Der RE1 fährt ja auch hier lang. Der RE11 ebenfalls. Und ich glaube noch eine vierte RE-Strecke. Der RE2, glaube ich. Diverse RB-Strecken. Und natürlich die ein oder anderen S-Bahnen, die hier verkehren. Ganz zu schweigen vom Fernverkehr mit ICE, IC, Eurocities. Der Thales fährt ebenfalls hier auf der Strecke. Ja, das kommt hin. Intercity, Intercity Expresszüge, Eurocities und der Thales. Also auf jeden Fall auch ordentlich an internationalem Fernverkehr hier unterwegs. Ich schalte noch ein bisschen Leistung auf. Ah, wir kommen schon leicht ins Schleudern. Was hat. So, 6,2 Kilometer. Dann halten wir in Essen Hauptbahnhof. Durch einen Tunnel. Naja, sicher. Ich bin noch da. Noch nicht eingeschlafen. Obwohl ich tatsächlich früh morgens aufnehme. Aber bei so früh ist es auch nicht mehr. Es ist gerade 9.28 Uhr jetzt hier. Zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, was ganz gut passt, denn hier in-game ist es 8.30 Uhr, also kommt halbwegs hin. Was kommt da vorbei? Eine S-Bahn. Das war, glaube ich, auch die S3. Fahren vorbei an Essen-Frohnhausen. Ah, wir dürfen sogar 160 fahren. Habe ich gar nicht mitbekommen. Vorbei an Essen-West.
Und das war die Ankündigung auf 130. Und schauen wir mal, dass wir runterkommen mit der Geschwindigkeit. Sind jetzt eh fast schon da. Hier am S-Bahn-Betriebswerk vorbei. Und da deutet sich schon der erste Hauptbahnhof an. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen langsamer an den Bahnsteig ranfahren und nicht mit 100 km/h. Wobei der Bahnsteig auch ultra lang ist. Ich glaube tatsächlich gelesen zu haben, dass hier Gleis 4 vom Essener Hauptbahnhof, Gleis 4 oder Gleis 6, einer von den beiden ist, glaube ich, der längste Bahnsteig Deutschlands. Oh, vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir hier am Signal eigentlich anhalten. Leicht drüber hinausgeschossen. Ja, das ist definitiv zu weit. Normalerweise halten die nicht so weit vorne. Sehr schön. 143. Dostos. Achso, Türen. Habe ich auf der falschen Seite geöffnet. Das ist natürlich nicht so gut. Diesen Zug könnten Sie fahren und hier auch übrigens mit den ganzen Wagenanschriften und so. 146-232-3. Auf jeden Fall eine sehr schöne Lackierung. Ich glaube, das originale, die originale Lackierung, also in Real Life, ist allerdings für eine 146-1 und nicht für eine 146-2. Aber wir haben ja keine 146-1. Ups. 2 Minuten Verspätung. Das hier ist der RE1. Der RE6. Ja, doch, ja. Nach Köln-Bonn Flughafen. Und was kommt hier? Hier kommt der RE11 an in 10 Minuten. Der wird uns vielleicht noch begegnen. Ja, schade, 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 dass die Strecke einfach keinen Fernverkehr hat, ne? Das fehlt noch sehr. Da hoffe ich ja sehr, dass irgendwann doch nochmal ein Upgrade kommt für den Fahrplan. Hey! Wer bist du? Die S2. Na, nicht mehr nach Essen Hauptbahnhof, sondern die fährt, glaube ich, nach Gelsenkirchen und noch darüber hinaus. Ich meine aber auf jeden Fall Gelsenkirchen. Ah, nach Dortmund. Okay. Komisch, die S2. Haben wir jetzt eine Parallelausfahrt? Ja, so halbwegs. Schön, schön. So, 130 ab hier. Ja, das ganze Bügelfeuer, das ist doch mein Fest hier. Okay, die S2 verschwindet da unten. Mal schauen, wo sie wieder auftaucht. Gut, wir fahren jetzt hier rechts lang, die S2 fährt da links lang.
dann sehen wir die jetzt nicht mehr. So, und wir machen uns jetzt, wir sind jetzt praktisch auf dem Weg zu unserem letzten Halt heute, nämlich, nee, gar nicht, wir halten noch in Wattenscheid. Ich dachte, wir halten, stimmt, ja doch, ja, Wattenscheid, ganz vergessen. So wie die meisten Leute, die, glaube ich, einfach vergessen, dass Wattenscheid existiert. Wattenscheid, das Bielefeld des Ruhrgebiets. So, 130 sind erreicht. Ab hier hinten sind es, glaube ich, 150, meine ich. Genau, da 150 die Tafel. Über die Weiche sind wir jetzt gleich auch schon. Daher stelle ich schon mal die AFB hoch. Ab hier sind es eh schon 160, also AFB weiter hoch. Bisschen Leistung aufschalten. Mal vorbei an Kreis Süd. Schön, also ich muss sagen, auf dieser Strecke habe ich ordentlich Streckenkunde. Ne? Also hier kenne ich fast schon die Geschwindigkeitsankündigungen doch auswendig. Und auch die Haltepunkte und so. Wir waren ja doch schon recht häufig eigentlich auf der Strecke unterwegs, aber das finde ich auch ganz gut hier, weil, also es ist nicht die ansehnlichste Strecke, nicht die schönste, aber sie bietet halt vom Fahrplan her unglaublich viel an. Und gleichzeitig hat man ja auch nicht immer extremst viel Zeit, jetzt mal eben so 2 Stunden am Stück zu spielen oder sowas. Und dann eignet sich die Strecke eigentlich ganz gut, wenn man einfach mal eine halbe Stunde mal eben Zug fahren möchte und nicht aber den Dienst mittendrin beenden möchte, sondern schon wenigstens die Fahrt zu Ende fahren möchte, dann ist Hauptstrecke Rhein-Ruhr eigentlich immer perfekt. Ähnlich wie auch Rhein-Ruhr-Osten, auch die Strecke ist dafür sehr gut geeignet. Ne? Also dann... Da ist man dann recht schnell in diesem Sinne durch und hat trotzdem genügend zu tun. Anders als jetzt, weiß ich nicht, Dresden-Chemnitz. So Dresden-Chemnitz ist eine wunderschöne Strecke, einer der schönsten, die wir überhaupt haben. Aber da muss man halt eben auch die Zeit dafür haben, entsprechend da durchzufahren. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, so eine Fahrt mittendrin zu unterbrechen und zu speichern und dann anders weiterzumachen. Das klappt ja sowieso voll oft nicht. Da bin ich dann lieber praktisch an einem Stück im Führerstand, aber manchmal hat man halt einfach nicht die Zeit dafür. Ja. Leider gibt es ja noch ein Privatleben, das halt eben aus diversen anderen Verpflichtungen besteht. Und dementsprechend... Eieiei. Komplett Wattenscheid. Okay, das führt nichts. Ja, meine Damen und Herren, habe ich gerade gesagt, dass man ja die Haltepunkte und so alles kennt? Ja. Jetzt habe ich mich selbst praktisch Lügen gestraft. Meine Damen und Herren, aufgrund der Schusseligkeit Ihres Lokführers halten wir heute nicht in Bochum-Wattenscheid. Wir bitten dich zu entschuldigen. Der nächste Halt ist Bochum Hauptbahnhof. Dort haben Sie die Möglichkeit, in einen Regionalexpress umzusteigen, um nach Wattenscheid zurückzufahren. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Tja. Da bin ich jetzt zu uns labern gekommen. Dass ich gar nicht mehr aufgepasst habe. So, schauen wir mal auf die Karte. Oh, ist auch nicht mehr weit. Sehr schön. Ist das die? Ne, das ist die S1, ja. So,
bremsen schon mal ein bisschen rein. Ja, wobei, wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Wir werden ja sowieso, glaube ich, signaltechnisch zum Halt gebracht. Und da sehe ich auch schon Halt zu erwarten. Das wird natürlich bestätigt. Hallo? Okay, keine 1000 Hertz Beeinflussung. Weird. Vorbei an. Ehrenfeld. Gibt es nicht auch ein Köln-Ehrenfeld? Gibt es doch auch, ne? So, das bestätigen wir auch. Ah, schau an. So haben wir, glaube ich, wenigstens Verspätung aufgeholt. Well. So kann man auch Verspätung aufholen. Finde ich auch gut. So, Bochum Hauptbahnhof. Hier ist der 500 Hertz Magnet. Ist auch natürlich aktiv. Und wir halten hier unter der Überdachung an. Wobei eigentlich genau genommen halten wir neben der Überdachung an, aber naja. So, Türen auf. Und wir sind, ja, pünktlich. Das finde ich auch cool. Seht ihr das hier mit der Brechung des Lichts, weil das hier anders, weil hier das Licht anders gebrochen wird, dass wir dann praktisch die Spiegelung da dort haben. Das ist ja aber cool gemacht. Das gefällt mir sehr. Okay. Ja gut, die Fahrt können wir jetzt nicht abschließen, aber bedanken kann ich mich trotzdem ja fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe und vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.